Servus und hallo, lieber Naturfreund. In diesem Video möchte ich euch einige Schmetterlinge vorstellen, die auf sumpfige und moorige Wiesen angewiesen sind. Dieses wandernde Perlmuttfalter Männchen wartet auf besseres Wetter, genau wie ich auch. Nun ist Eiablagezeit und die randringen Perlmuttfalterweibchen legen ihre Eier in die krautige Vegetation der Wiese ab. Meist in die Nähe oder direkt an die Stängel oder Blätter des Schlangenknöterichs. Nicht, ob man das sehen kann. Aber das Weibchen liegt da unten Eier. Jetzt ist es fertig. Das müsste jetzt gleich wieder zum Vorschein kommen. Da ist er.
Der lila Goldfeuerfalter, eine seltene Bläulingsart, teilt sich dasselbe Biotop wie der Randring-Perlmuttfalter. Von Mitte Juni an machen sich die ersten männlichen Lila-Goldfeuerfalter bemerkbar. Man kann sie nun zusammen mit dem Randring-Perlmuttfalter im gleichen Biotop fliegen sehen. Der Sauerampfer stellt die Lebensgrundlage für alle Feuerfalterarten in Deutschland dar, mit Ausnahme des blauschillernden Feuerfalters. Zum Glück gibt es auf dieser Wiese Sauerampfer in unglaublicher Menge. Ende Juni ist der Baldrian-Scheckenfalter auch mit von der Partie.